zurückbekommen mit dieser Nachricht. Schreib ihm das. Er will nicht mehr. Totaler Schock, oder? Aber Kopf hoch. Egal, ob er sich jetzt zurückgezogen hat, distanziert hat oder sich wirklich getrennt hat. In diesem Video zeige ich dir, welche Nachricht du ihm schreiben kannst, beziehungsweise welche Nachrichten. Ich habe mehr für dich vorbereitet, wenn sich dein Traummann eben von dir getrennt hat. Also bleib dran. Bevor wir loslegen, klick hier und abonniere meinen Kanal, damit du all die spannenden Videos auch immer sofort bekommst. Wenn es gerade zu einer Trennung gekommen ist, ist es eine sehr kritische und sensible Phase, denn eure Emotionen sind hoch, sind durcheinander, also sei vorsichtig, was du jetzt machst. Und bevor du irgendwas schreibst, hör lieber zu und probier diese SMS oder diese WhatsApp-Nachrichten aus. Denn sehr häufig ist es so, dass wir nach einer Trennung nur noch eine Chance haben, um das Ganze zu retten. Aber es gibt Hoffnung. 50% aller Paare kommen nach einer Trennung wieder zusammen. Erstes Szenario, ihr habt beide Schluss gemacht. Also ihr habt euch miteinander entschieden, euch zu trennen. Dann schreibst du ihm folgende Nachricht und ich lese das auf meinem Notizen ab, damit ich es dir auch ganz genau richtig sage. Du schreibst ihm, hey, sowieso, ich bin froh, dass wir gestern geredet haben. Es war wichtig, darüber zu sprechen. Wie geht's dir heute? Mit dieser Nachricht zeigst du Respekt und Wertschätzung. Einerseits akzeptierst du, was passiert ist, aber andererseits zeigst du auch, dass du noch an ihn denkst und dass du für ihn da bist. Und wenn ihr beide Schluss gemacht habt, also wenn ihr beide so der Meinung wart, dass es eigentlich nicht passt, ist das eine wundervolle Nachricht, um nochmal liebevoll zu zeigen, dass man sich eigentlich kümmert und es kann gut sein, dass er darauf reagiert und dass es bald zu einem Wiedersehen kommt. Szenario Nummer 2. Er hat Schluss gemacht und es gab einen riesen Streit. Du bist vielleicht wütend geworden, hast mit ihm diskutiert und ihr habt euch fürchterlich in die Haare bekommen und es war gar nicht so, wie du es gerne gehabt hättest und heute tut es dir leid. Dann schreibst du ihm folgende Nachricht. Es tut mir leid, wie ich gestern reagiert habe. Es war gut, dass wir geredet haben, aber ich habe total überreagiert. Ich hoffe, es geht dir gut und ich wollte dir nur sagen, wir können gerne noch einmal richtig darüber reden. Mit dieser Nachricht zeigst du, dass du reflektieren kannst und dass es dir wichtig ist, wie er sich fühlt. Szenario Nummer 3. Er hat Schluss gemacht und du bist komplett zusammengebrochen und hast dich, hast geheult und warst am Boden zerstört. Wenn das passiert ist, schreibst du ihm folgende Nachricht. Danke für deine Ehrlichkeit gestern. Es tut mir leid, wie ich reagiert habe, aber ich habe starke Gefühle für dich und war nicht darauf vorbereitet. Es war schwer für mich und ich hoffe, du verstehst das. Nächstes Szenario. Er hat Schluss gemacht und du hast total cool reagiert. Ja, du hast das gut aufgenommen, hast gesagt, okay, ist okay für mich, passt, ist in Ordnung und hast das wirklich cool über die Bühne gebracht. Dann schreibst du ihm das hier. Ich bin froh, dass wir gestern gesprochen haben. Danke für deine Ehrlichkeit. Ich hoffe, es geht dir gut und wir können Freunde bleiben. Und ganz wichtig ist es auch, ihn immer wieder wissen zu lassen, dass du seine Entscheidung akzeptierst. Der nächste Schritt, nachdem du das geschrieben hast, ist die Kontaktsperre. Das heißt, du ziehst dich jetzt für 4 bis 6 Wochen zurück. Nach 4 bis 6 Wochen nimmst du wieder Kontakt zu ihm auf mit einer kurzen freundlichen Nachricht. Wie das genau funktioniert, erfährst du in meinem kostenlosen Videokurs Ex zurück. Das ist ein 5-teiliger Kurs, da zeige ich dir ganz genau, wie du die Kontaktsperre machst, welche Nachrichten du schreiben kannst und wie euer Wiedersehen ein voller Erfolg wird. Wenn du diesen Kurs haben möchtest, hier kannst du ihn gratis herunterladen. Ich drücke dir die Daumen, dass du bald wieder mit deinem Traummann glücklich bist. Wenn es dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video.